Bei den Johannitern habe ich immer das gemocht, was ich machen durfte und machen konnte. Man kann sich ja vielfältig engagieren. Ob es jetzt eine Gruppe ist für Hörgeschädigte oder ob es jemand ist, der mit Hunden spazieren geht von Leuten, die krank sind. Wir haben die Technik für Leute, die technikbegeistert sind. Die können mit ganz großen Autos umgehen. Die Einsatzköche, die also kochen lernen, Mahlzeiten bereiten, auch in größeren Mengen. Dann gibt es die Menschen, die einfach nur Betreuung machen. Das heißt also, die dafür sorgen, dass es allen Menschen, die zu ihnen kommen, gut geht. Dann gibt es die Sanitäterinnen und Sanitäter. Es ist eine ganze Bandbreite von Sachen, die man machen kann. Eben diese kleinen Sachen auch, diese winzigen Sachen. Und dass man da den Fokus drauf legt, dass das auch alles Ehrenamt ist. Man muss also das, was man tut, mögen. Wir sind jetzt über 50 Jahre dabei, wenn man über 60 Jahre. Also hier hat uns bisher noch nichts gestört, dass wir gegangen sind. Ja, wenn man geht, dann kann man auch nichts weiter bewirken. Wenn etwas mir nicht gefällt, dann kann ich versuchen, es zu ändern. Aber nur, wenn ich drin bleibe.